Willkommen zurück bei Conny Pure. Ja, ich habe mir heute wieder einen jungen Koch an meine Seite geholt, nämlich den Benedikt. Und Benedikt, was kochen wir denn heute? Wir kochen heute einen richtig, richtig guten Kaiserschmarrn. Du, und wir machen so ein Rezept, gell, das ganz easy ist. Also das super einfach ist zum Nachkochen für die Kinder. Ist super einfach. Super, kann jeder nachkochen. Nicht nur, ich sag dir, es gibt ganz viele Erwachsene, die auch nicht gut kochen können. Die sind auch froh über dieses Rezept. Gut, also fangen wir an. Was braucht man? Wir brauchen genau Mehl. Mhm. Wir brauchen ungefähr so pro Ei einen Esslöffel. Okay. Pro Ei, das heißt, hier liegen schon 4 Eier. Braucht man die alle? Ja, die brauchen wir alle. Okay, also dann 4 Esslöffel. Jetzt musst du mir helfen. Du musst mir die Milch langsam reinschützen, während ich rühre, weil dann muss man so ein bisschen vorrühren. Jetzt ungefähr aufhören. Gut, perfekt. Okay, also es hat so kleine Bläschen, da weiß ich, dass ich aufhören kann. Genau. Okay, was kommt jetzt? Jetzt brauchen wir eine Schüssel. Eine Schüssel, okay. Für was brauchen wir die? Da kommen jetzt die 4 weißen Eier rein. Wir brauchen 2 Eier pro Person. Wir geben es deshalb in die Schüssel rein, wenn da eine Schale reinfliegt, dass man die einfach mit der Gabel und mit einem Löffel oder mit irgendwas wieder rausholen kann. Jetzt müssen wir die Eier, die ganzen 4 Eier, da reinschütten. Und dann? In dieses Gebräu. Und dann verquirlen? Also nein, zuerst müssen wir mit dem Schneebesen das Ei dort da zerstampfen. Okay. Und dann müssen wir umrühren, bis so auch ein bisschen cremig wird. Du, wieso zerstampft man das erstmal so? Man zerstampft es deshalb, weil man dann, es geht ja darum, dass man wenig rührt. Mhm. Und so rührt man ein bisschen weniger. Okay, dass der fluffig bleibt sozusagen, dann der Teig dann später. Du kannst mal den Herd anschmeißen. Gut. Wie viel? Volle Pulle? Volle Pulle. Volle Pulle, okay. Kaiserschmarrn mit oder ohne Rosinen? Du darfst ausnahmsweise das mal du entscheiden. Darf ich entscheiden? Ja. Also, nachdem der jetzt für Kinder ist und ich weiß, dass auf Kinder jetzt Rosinen nicht so gern mögen, würde ich jetzt mal sagen, wir machen jetzt ohne Rosinen. Perfekt. Und jetzt? Heißt es warten. Warten, okay. Du, und woher weiß ich, dass ich genug gewartet habe? An die Blase da. Aber schau mal, das steigt jetzt, also das siehst du jetzt schon wirklich, mhm, dass der Kaiserschmarrn jetzt unten schon fester wird. Das schaut jetzt aber schon gut aus. Ja, goldbraun sollte er sein. Und jetzt müssen wir ihn hier so teilen. Also beim Umdrehen kann man sich vielleicht zum Beispiel ein bisschen Hilfe holen. Von Mama und Papa jetzt nicht, wenn man eine Überraschung holen kann, sondern wenn man einen großen Bruder hat oder eine große Schwester. Und dein Bruder hilft dir, der? Nee. Hm. Ich finde das schon passt. Gut aus. So, jetzt nächster Schritt. Zerfetzen. Zerfetzen, okay. Zerfetzen bedeutet, dass man ihn jetzt hier so zerteilt. Mhm. Jetzt kommt die Geheimzutat Honig. Das ist quasi fast ein bisschen glasiert, oder? Ja, genau, das ist glasiert. Mhm. Und davon wird der Geschmack auch ein bisschen kräftiger. Und ich glaube, jetzt können wir ihn anrichten. Perfekt. Falls wir nicht zusammen essen, kann vielleicht unsere schöne Kamerafrau vielleicht noch ein bisschen was, vielleicht noch ein bisschen was kosten. Du, und kommt jetzt da noch ein Puderzucker drauf? Ja. Das wichte auch ein bisschen außen herum, weil dann schaut es einfach ein bisschen besser aus. Und jetzt kommt noch eins in meinen Mund. Ja. Unbedingt. Schmeckt super. Mit dem Bär schmeckt ja gut. Die Idee mit dem Honig ist richtig, richtig gut. Du. Willst du jetzt mal Koch werden? Ich will YouTuber werden. Du willst YouTuber werden? Na, ich würde mal sagen, das solltet ihr nicht verpassen. Und ich freue mich natürlich bis aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und für das super tolle Rezept. Danke.